Das Projekt war ein Hochregal komplett umzubauen von einer alten Generation Frequenzumrichter auf eine neue Generation der Firma KIB. Wenn man hier moderne Antriebe einsetzt, ist das eigentlich eine Win-Win-Situation. Und es macht sich auch, glaube ich, im Geldbeutel deutlich bemerkbar. Das Hochregallager umfasst derzeit 9 Gassen, wobei jede Gasse 106 Positionen in der Länge hat und 28 Positionen in der Höhe hat, beidseitig. Der zeitliche Ausfall ist bei vielen Kunden ja ganz entscheidend. Unterm Strich muss die Lösung für den Kunden passen und ich denke, dass wir hier ja, optimale Arbeit geleistet haben. Also hauptsächlich steht da die Kosten im Vordergrund. Betriebssicherheit, darum ging es den Kunden ja sehr wichtig, weil die Anlage muss 24 Stunden, wohl 7 Tage die Woche laufen. Wir hatten natürlich andere Mitwettbewerber auch da, die Angebote abgegeben haben mit ihren Produkten. Die Aussage war immer, wir können mit den vorhandenen Motoren nicht arbeiten. Bei der Firma KIB war das überhaupt gar kein Thema. Von vornherein sagten die, es ist egal, was da für ein Motor dran ist, wir können alle Motoren können wir mit unserem F6 betreiben. Und so hat es sich dann auch herausgestellt, es war sehr einfach, die Motoren an die Umrichter zu gewöhnen mit einem automatischen Einmessen. Es sollte eigentlich das Ziel sein, nur die Frequenzumrichter zu tauschen von der Serie F4 auf die Serie F6 und da mit einem Interface nochmal der Firma KIB arbeiten, der C6, der kleine Industrie-PC. Dies erwies sich dann auch sehr schnell, dass es kostenneutral ist. Wir haben einfach einen Versuch nachher gestartet, ob wir das auf dem Schreibtisch hinbekommen, dass wir einen neuen Frequenzumrichter an unsere vorhandene Steuerung anbinden können. Das war auch sehr schnell erfolgreich, hatte sich sehr schnell herausgestellt, dass es funktioniert. Und so kam es halt dann zum Auftrag, dass die Firma Vogel uns im Hardwareausbau unterstützt hat. Die Firma KIB mit ihrem kompletten Know-how, was die Frequenzumrichter angeht und die Schnittstelle zu unserer Steuerung. Und ich für meinen Teil habe dann die komplette Programmierung auf dem RBG geändert, so dass wir die Schnittstelle wieder herstellen konnten und jetzt auf einem Profibus-System arbeiten. Und das Projekt ist praktisch ja ohne überhaupt Zwischenstörungen. Also die Zwischenstörungen waren eher Dinge, die im normalen Leben auch passieren. Anstatt in dem Hightech-Bereich hat alles perfekt geklappt. Da wir den F6 mit der neuesten Sicherheitstechnik auch bereits ausgestattet haben, wollen wir das in Zukunft auch nutzen. Deshalb haben wir das Sicherheitsmodul 3 eingebaut, damit wir zukünftig auch die Sicherheitsfunktionalitäten, sichere Geschwindigkeit, sichere Bremsenkontrolle, dass wir die auch noch nutzen können.